an die Brust, Kopf hierher holen, Fauststoß, Kopf packen, hier fixieren, Ellenbogen, dann hast du beide Hände hier und dann hier noch hoch. Wegstoßen und weg. Ja, wie gesagt, das ist sozusagen ein Szenario, wenn ich irgendwo, was weiß ich, als Frau, ja, irgendwo, sag ich mal, Disco bin oder irgendwo, und der kommt und greift mir da an die Brust. Okay, und hier ist die Theke, jetzt Getränke. Natürlich kann man das, ja, wie würde ein Mann so an die Brust greifen? Also ich habe schon vieles gesehen, ja, schon fast vor der Tür, vor der Disco-Tür sogar Vergewaltigung. Also er greift mir an die Brust und jetzt... Die Hüfte hat er blockiert, jetzt gehe ich mit dem hinteren Arm und gehe hier dran. Oder, ja, wenn ich hier bin, kann ich auch später andere Sachen bringen. Jetzt ganz locker, ich bin hier, fixiere hier seinen Kopf leicht oder seine Schulter. Und jetzt von hier Nase, Ellbogen, Knie rein. Okay? Hat er die Hand hier nicht dran, also das bedeutet, er hat hier oder die Hand hier an der Theke, ne, sein Getränk. Und geht mir hier in die Brust, fixiere ich seinen Kopf, Nase, Ellenbogen, Kopf greifen, Knie in die Eier. Ist hier die Theke dazwischen, berechne ich auch mit, kein Thema, er greift mir an die Brust, Nase, Kopf zur Theke, bumm, und dann weg. Ja, weil an der Theke kann ich nicht hochgehen, außer es ist eine freiliegende Theke oder so, ja. Okay, man muss das alles mal bedenken, ja. Aber die Idee ist eigentlich, er greift mir an die Brust, ich gehe hier zum Kopf, 1, 2, 3, natürlich. Na, natürlich durchgehauen und Knie rein. Okay? Jetzt kommen die Schlaumeier, ja, aber wer greift so, geht es auch natürlich. Er greift hier, steht frontal vor mir, Bruder, genauso gleich. Okay, bumm, 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 geht genauso gleich. Ja, natürlich die einfachste Lösung, er greift, ich schau gleich zu. Ja, aber durch das Zuhauen, denkt daran, ja, durch heute MMA, Boxen, Kickboxen für 5,95, ja, kann passieren, ich schau hier zu und jetzt macht er eine Maltbewegung, jawohl. Durch das Fixieren macht eine Maltbewegung, egal wo ihr hinleitet, guck. Das ist so ähnlich wie ein Dings, wie ein Navigationssystem, ja. Ich kann mir die Augen zumachen, guck mal, da wo er sich hinleitet von mir aus, guck. Das navigiert dahin, weil meine Hand, ich fühle das, ja. So, bin ich hier, Augen zu, Maltbewegung irgendwo hin. Ah, kann ich vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, wo der hingeht. Okay, und deswegen. Also, Frau greift mir an die Brust. Kopf, 1, 2, Knie in die Eier und tschüss. Okay, natürlich zackig, ja. Das bedeutet natürlich, gehen wir mal auf die Seite bitte, greifen wir auf die Brust, dafür haben wir ja das Trainingsshirt, hier, und das war's. Und dann ab von der Szene. Okay, los geht's, viel Spaß.